Ja, hallo, mein Name ist Oliver Winks. Ich bin Dinosaurierforscher und ich möchte euch heute mein neues Buch oder unser neues Buch vorstellen. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit dem Paläokünstler Joshua Knüppe. Und das Buch heißt Europasaurus, Urzeitinseln voller Leben. Und es geht darum, um eine Fundstelle am nördlichen Harzrand bei Goslar, die ganz fantastische Fossilien geliefert hat. So zwei von denen stehen auch hinter mir. Da ist zum einen so eine Schnecke hier, originale Schnecke, fossile Schnecke und ein Schädel. Und dieser Schädel stammt von Europasaurus. Der ist von einem Dinosaurier, einem Sauropoden-Dinosaurier. Und dieser Europasaurus ist auch im Mittelpunkt unseres Buches. Und dieses Buch ist eine Graphic Novel. Das heißt, es ist eigentlich ein Comicbuch, was aber nicht so Sprechblasen hat, sondern eigentlich nur schöne Bilder zeigt und kurze Erläuterungen zu diesen Bildern zeigt. Und wir erzählen natürlich eine Geschichte. Wir erzählen die Geschichte von dem Europasaurus. Ich zeige mal so ein paar Bilder hier. Eigentlich der in seiner Herde lebt, der auf einer Insel lebt und der viele Abenteuer erlebt. Und am Ende des Buches haben wir auch noch eine Zusammenfassung von den wissenschaftlichen Fakten, die dahinter stehen. Das ist auch relativ einfach gehalten. Das heißt, es ist auch so, dass es jeder verstehen kann. Wir zeigen Bilder von dem Steinbruch. Wir zeigen, wie Europa damals aussah, also voll mit Inseln, gar nicht so wie heute ein einziger Kontinent. Und wir zeigen natürlich auch viele von den Fossilien. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Seiten über Europasaurus finde. Hier sind die Fische, Krokodile. Hier ist Europasaurus und da unten ist zum Beispiel auch der Schädel, den ich gerade hochgehalten habe. Dieser Schädel ist eine Rekonstruktion, weil die Knochen alle einzeln gefunden werden, aber die erzählen uns natürlich als Paläontologen eine gute Geschichte. Ja, und das Buch kostet 19,80, gibt es jetzt überall im Handel und wir würden uns sehr freuen, wenn es euch genauso gut gefällt wie uns. Vielen Dank.